Boah, das mit diesen Windätherquellen nervt so enorm. Das steht dir übrigens auch noch bevor, Kai. Oh Gott, nein. Oh, doch. Sonst kannst du hier in den Bereichen nicht fliegen. Achso, ja gut, dann muss das sein. Alles, was ich hier mache, steht dir noch bevor. Gut, ne? Ja, wunderbar. Kann mir quasi nichts Besseres vorstellen. Ja, es dauert aber noch, bis du soweit bist. Da bin ich ja fast beruhigt. Ab Level 50. Ja. Und da hast du noch ein bisschen. Das dauert in der Tat noch, das stimmt. Südost. Gott, ich hasse diese Sucherei. Nerv. Nerv. Nervtötend. Du musst doch nicht laufen. Nee, aber ich will fliegen. Das Schlimmste ist, dass du aber erst dann alles fertig hast, wenn du das Gebiet auch fertig hast. Die alten Waren nicht entlang der Mainquest verteilt, sondern wirklich an teilweise fiesen Positionen. Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, wo 20 bis 30 Leute versucht haben, auf ein Feld zu springen, einen richtigen Absprung für ein nicht gefunden haben. Oh yeah. Oh, ich stelle es mir furchtbar vor. Da bin ich ja noch glücklich, dass ich das hier habe. Auch das hier nervt. Und du kannst halt wirklich erst dann fliegen, wenn du durch bist. Gut, dass diese dunklen Zeiten vorbei sind. Aber immerhin hast du einen Schokobau. Ja, ich hab so einiges. Ich weiß. Bin ich ganz dankbar für. Da oben ist es, ich hab's schon gesehen. Na, alter Mann, kriegen wir den Altershusten? Ja. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Warte mal, da fall ich hundertprozentig runter. Ich hab balaxieren. Oh Gott. Oh! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es. Da hier. Ich weiß gar nicht, welches Level du hier schon hast. Boah. Ah, 22. Ja, Mensch. Kommst du gut voran? Auf jeden Fall. Ja, gucken, vielleicht haben wir ja diese Woche nochmal Zeit. Haben wir bestimmt. Ist ja mal gerade erst Montag. Weiß ja nie. Wobei, morgen gibt es tatsächlich mal kein FF14. Ich weiß. Hast du Planets? Es sei denn, ich habe später wirklich noch Lust auf FF14. War schon im Moment in den dunklen Zeiten. Schicksalswege war der einzige Dungeon, der jetzt runtergestuft wurde. 90% als französische Spiele und 95% alles Gruppen. Wir müssen uns ein französischer Spieler drin waren. Haben ihn zum Release nicht geschafft. Der Inhalt wird von älteren Spielern noch heute Franzosenfilter genannt. Ah, geil. Richtung Nordwest. Ja, Franzosenfilter wäre schon cool. Nordwest wäre da oben. Wahrscheinlich. Da muss ich hin. Ja. Naja, nimmt sie nicht viel hier. Och, gegen knochigen Baum oder was?
Ich glaube, vom Laptop wechsle ich die Tasten. Wie? Na gut, auf dem Laptop habe ich immer noch so meine Probleme. Oh, ich freue mich schon aufs Farben. Das blüht dir übrigens auch noch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich werde und brauche nichts farmen. Doch, wirst du. Da wirst du keine Wahl haben. Du wirst es gar nicht wissen, wenn wir was farmen. Ach so. Das ist ja, ja, das ist ja gemein. Ist das Kaya? Ja, das ist Kaya. Ja, das ist, ja, warum? Klinge ich irgendwie anders? Nee. Hallo, Frisches! Na, vielleicht noch ein bisschen älter als sonst. Ja, das ist ja normal. Ja, danke, Frisches, du auch. Du auch. Nehmt euch ein Zimmer. Von Kaya kommt nichts mehr. Hä? Du klingst intelligent heute. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Hast du eine Brille auf oder weshalb wirkst du so schlau wie schlimm? Nee. Brille? Nee. Wo Brille? Ist denn deine Brille? Warte mal. Ach du, was kommt denn jetzt hier? Ich hätte ja nichts dagegen, wenn sie mal wieder selber reden würden. Bin mir sicher, auf dem Klo hat er eine Brille. Bin nochmal im Lurk. Mach das! Stinien, hast du diese da? Der hat nicht gewollt. Nee. Ich kann den Typ nicht laden. Ja, ich kann gehen. Nicht du! Ach so. Ja, stimmt, auf dem Klo hatte ich eine Brille. Hey, woher weiß er das? Das ist unheimlich. Kameras. Ey, scheinbar hat hier jeder irgendwie Kameras. Ich muss nachher mal. Ich muss nachher mal hier den Puff mal absuchen. Mal schauen. Ah, die Wärme tut gut. Und das Flackern der Flammen wirkt vertraut und beruhigend. Fast wie daheim am behaglichen Herdfeuer. Ja, klar, weil das genau das Gleiche ist. Das bestimmt deine Diener für dich geführt haben, was? Da muss ich dir leider recht geben, Estinien. Wenn ihr mich nicht gelehrt hättet, worauf beim Holzsammeln zu achten ist, hätte ich uns vermutlich wieder ausgeräuchert. Nett. Ja. Geboren als Sohn eines einflussreichen Shalayana-Abgeordneten, bereits in jungen Jahren auf die Magie-Akademie aufgenommen, gefeiert als Wunderkind. In den Wissenschaften konnte ich mich von klein auf mit jedem messen. Doch meine Arbeit für den Bund hat mir vor Augen geführt, wie wenig ich doch eigentlich von der Welt weiß. Man hat mich benutzt, betrogen und mir meine Freunde genommen. Ja, dank deiner super tollen Pläne. Tröste dich, da bist du nicht allein. Auch wir sind unwissend. Wir kennen die Gründe für die Kriege nicht, die wir fechten. Wir folgen unseren Anführern wie Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank, ohne etwas zu hinterfragen. Ja. Nichts Neues in dieser Welt. Ich hatte das Glück, dass Kressfelger mir die Augen öffnete. Doch dann zettelte ich einen Krieg an, dessen Konsequenzen ich nicht mehr zu erahnen vermochte. Ich war so naiv zu glauben, ich könnte die Schuld alleine schultern und das Kämpfen endlich beenden. Hätte nicht mittlerweile jeder schon mal erfüllt, nur den Popo gepudert, wäre wahrscheinlich aufgefressen. Ja, durchaus möglich. Niemand wird allwissend geboren. Wir lernen aus unseren Fehlern. Wir dürfen uns nicht von anderen verbiegen lassen, müssen unseren Weg immer festen Schrittes gehen. Das hat mich unsere gemeinsame Reise gelehrt. Ich frage mich bis jetzt immer noch, wo seine Schwester abgeblieben ist. Das war doch seine Schwester, oder? Oder als Bruder? Nee, Schwester war es. Weißt du, die hat man am Anfang irgendwann bei gesehen und seitdem ist sie vom Erdboden verschluckt. Jeder lernt aus seinen Fehlern. Andere heißen Alfino. Ja, ist echt so.
Ich kann den kleinen Knipser nicht leiden. Mach dir keine Vorwürfe, Alfino. Du bist schließlich erst 16 Jahre. In deinem Alter bin ich mit Speeren auf Baumhörnchenjagd gegangen und fühlte mich wie der König der Welt. Das tust du jetzt noch. Im Gegensatz dazu bist du ja geradezu die Reife in Person. Und selbst heute gibt es noch vieles, das sich mir nicht erschließt. So, ich bin die Einzige, die da stumm sitzt und eigentlich nie ein Wort sagt. So, das sind vielleicht 5, 6 Sätze, die ich in einem gesamten Spiel vielleicht mehr sage. Beeindruckend, diese Ruinen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Drachen und wir mal in Frieden gelebt und solche prächtigen Bauwerke errichtet haben. Nun, diese Zeiten sind jedenfalls vorbei. Nidhogg hat meine Eltern getötet. Die Drachen sind meine Feinde. Ich weiß nicht, wie dieser Konflikt ausgehen wird, aber dass ihm ein Ende gemacht werden muss, steht fest. Sonst werden viele andere das gleiche Schicksal wie ich erleiden. Das ist die Schwester und hättest du den 50er Raid Content gemacht, wüsstest du was mit Baum und Ressourcen und all. Ich sehe es. Ja, Ich bin kein Raid-Mensch. Ich bin echt kein Raid-Mensch. Dieser Kristallturm hat mir meine Nerven geraubt. Ich war völlig fertig am Ende. Kannst du doch mal das machen? Nein, kann ich nicht. Das wirst du irgendwann durch Zufall doch mal. Das passiert einfach. Das ist. Das wirkt nicht, wenn ich das so selber nochmal mache. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das wirkt dann eher so gespielt, weißt du? Ja, das stimmt. Nee, aber Raids sind überhaupt nicht meins. Raids sind. Oh Gott. Ja, the Raids. Ich bin dann immer so überfordert und weiß nicht, was ich tun soll. Und dann sind da so viele und dann weiß ich nicht, zu welcher Gruppe ich gehöre. Und oh Gott, nee. Dann merke ich mir das nicht, dann laufe ich den falschen Weg. Dann komme ich aus dem scheiß Ding nicht mehr raus, wie im letzten Abschnitt des Kristallturms, wo ich eine halbe Stunde drin rumgeirrt bin, weil ich nicht mehr rausgefunden habe. Ich wusste nicht, ob ich nach unten oder nach oben gehe. Weiß aber auch nicht mehr. Aber ich möchte die 50er Rants nochmal Stufen angepasst und Item angepasst machen. Magst du mitkommen? Sind nur 13 Fights. Nur. Also, ich sag mal so, wenn ich Raids mit Leuten mache, die ich kenne, ist das okay. Bei den Kristallturm-Raids war ich jedes Mal mit. Also, Hybrid war auf jeden Fall dabei, Mira war mal dabei und Dera war dabei. Luna war nicht dabei, meine ich. Und. Oh Gott, irgendjemand anderes war auch noch mit dabei aus dem Chat. Ich nicht. Nee, du nicht, du bist auch noch gar nicht so weit. Mir graut schon davor, wenn ich mit dir den Kristallturm laufen muss, weil der Kristallturm ist scheiße. Ja auch. Also der erste Abschnitt ist verwirrend für mich. Den kriege ich nicht auf die Reihe. Der zweite finde ich einfach, der ist okay. Den zweiten Abschnitt mache ich gerne. Der dritte Abschnitt ist einfach beschissen. Der ist sowas von scheiße. Ich kann ihn nicht ab. Und ich werde mich nie wieder beim letzten Boss nach unten porten. Nie wieder. Ich warte einfach, bis ich wiederbelebt werde. Den Scheiß meine ich nicht nochmal. Ich finde den Weg nicht nach oben. Bin da zu blöd für. Also, nee. Mir raus davor, wenn ich da mit dir reingehe. Vor allem, ich bin echt am Überlegen, ob ich dann wirklich mit als Heiler mit reingehe. Aber, oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, da würde ich wirklich als DD reingehen, nicht als Heiler. In den Raid. Der Besser ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber die sind eigentlich recht easy. Da finde ich die aktuellen Near Raids schwerer und auch tausendmal geiler. Ja, wie gesagt, Raids laufe ich, wie gesagt, wirklich nur mit Leuten, die ich kenne. Zumindest wenn welche mit dabei sind, davon mal ganz abgesehen. Komplett geht das ja gar nicht, glaube ich. Aber die verlangen mir echt alles ab. Da läuft der Schweiß wirklich nur so in Strömen runter. Ich habe die Kraft, Nidhogg und seine Brut zu vernichten. Dann sollte sich die Chance ergeben, werde ich sie nutzen. Nein, wirst du nicht. Kannst du nur so verbissen sein? Der richtige Raid-Content sind 8-Mann-Raids. Oh Gott. Das ist genauso schlimm. 8-Mann, 24. Ah, doch scheiße. Die normalen Indies, die mag ich gerne. Außer Palast des Wanderers? Palast des Wanderers kann ich nicht ab. Genauso wie das Tassa. Ich weiß es nicht. Der allererste, den kann ich auch nicht ab.
Wenn Questfäger uns keine Alternative bietet, steht mein Entschluss. Überleg dir also schon mal ein paar gute Argumente, um den hohen Drachen weich zu kriegen. Geh in deiner Schieferform dahin und flirte ein bisschen. 20er Raids, also 1 bis 3 auch mit Freunden machen. Braucht man aber 23 Freunde, die mitkommen. Ich glaube, ich habe 20. Es fehlen also noch 3. Ich glaube, es sind mittlerweile 20. Es müssen nur alle gleichzeitig online sein. Und es müssen auch alle gleichzeitig Bock drauf haben. Hatten wir die Woche vom Heavensward Release tatsächlich in der FG gemacht. Ja gut, in der FG bin ich mit dem Schaden noch nicht. 24er finde ich auch nicht so pralle. Die 8er finde ich... Was ist eine FD? Freie Gesellschaft. Das kann dir der Chat aber besser erklären, glaube ich. Also... Ich weiß nicht, ob das direkt eine Gilde ist oder einfach nur wie eine Gilde. Eine Akademie? Ich weiß es nicht. Okay, quasi eine Gilde. Ah, okay, okay. Wie bei WoW. Ja, okay. Also gildenähnlich. Und das, okay. Das bin ich hier noch nicht. Ich habe zwar zigtausend Anfragen gekriegt, aber ich gehe nicht bei Fremden in die FG rein. Die habe ich, keine Angst. Wenn dann will ich schon mit Leuten in einer FG gehen, die ich kenne. Oder zumindest halbwegs kenne. Unser Treffen mit Kressfäger wird uns Antworten bringen. Lass uns nun ruhen, Freunde. Morgen ist ein wichtiger Tag. Wir haben am Start ja nichts Fremdes ins Auto. Genau. Also bei Luna könnte ich quasi rein. Da habe ich Werbung für die FG von Dufte Mietzen rein. Ja klar, darfst du. Gerne. Mit meinem einen Char bin ich ja bei euch. Tatsächlich. Wer ist denn Dufte Mietze? Deine Freundin? Das ist Duftes Char. Deine. Ah. Der heißt hier Dufte Mietze. Okay, hau raus. Hau raus. Werbung für FGs sind immer erlaubt. In der Wildwelle, in der Nebel wurde erhöht. Geil. Kann ich schneller retten. Oh! Die dufte Mieze habe ich, meine ich, auch in der Freundin. Ich lese dir nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, nee. Ich habe noch nicht mal 20. 16. Ja, wir erwarten jetzt alle etwas Grandioses. Das kann ich nicht. Jetzt erwarten hier alle tolle Texte. Und rechts steht die Anzahl deiner Freunde. Ah, oh, echt? Komm, du schaffst da. Los. Ah, ja, stimmt. Ja, geil. Du wusstest dich. Aber natürlich wusstest du das. Du hast ja den Schein warm. Ich wollte euch doch nur auf die Probe stellen, ob ihr das wusstet. Ja, ich weiß. Also ich wusste es nicht. Alter, er war eben bei den Sapfoten-Clan auf. Ich weiß nicht, wie das geht. Wahrscheinlich kostet es auch verdammt viel Ingame-Geld, so eine FG zu machen. Außerdem müsste ich dann ja erstmal Leute finden, die da reingehen würden. Also ich hatte damals eine Flüff in der Gilde gehabt, das heißt, wo wir groß waren. Das war cool. Ich hatte alte Zeiten. Und Fiesta Online hatte ich eine Gilde. Die war auch nicht so klein. Aber irgendwann hatte ich keinen PC mehr und dann, ja, hat sich das Ganze ein bisschen aufgelöst. Ansonsten, Sampfotenclan wäre eine Idee, aber ich glaube, so eine FG ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Befürchte ich. Wie gesagt, ich war bisher nur mit meinem einen privaten Char. Bin ich in der FG von Dufte. Ich find's cool. Also zumindest, sofern Kaya möchte, hätte ich Kaya mit drin. Rein theoretisch. Und sofern... natürlich wäre ich dabei. Wäre ich zumindest schon mal zwei.
Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von den FGs. Ich weiß nicht, wie man eine eröffnet. Ich weiß nicht, ob man dafür Ingame-Geld braucht, wie viel man wenn bräuchte, wie viel Arbeit dahinter steckt und. Sonst bei Presse, klar, würde ich das machen. Hätte ich sogar Bock drauf. Ich kenne mich halt nur nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit und Zeit drin steckt. Wir sind der Schild Eoseas. Und wir bieten ein riesiges Haus. Es stand eine Menge neue Spieler und Veteranen in einer gemütlichen und freundschaftlichen Verhältnis. Wegen DS3 und Discord. Wir fahren allen Seiten Sammler und Handwerksvirtuosen. Jede Menge Gildenbuffs, Luftschiffe, U-Boote und Kekse. Ja, also bei den Keksen habt ihr mich, ne? Bei den Keksen bin ich dabei. Huch. Oh, die Musik ist so schön. Aber sie ist so traurig, die Musik. Sind sie irgendwer Keks oder sowas? Nee, glaube ich nicht. Oh Gott, ist die Musik schön hier. Ich erwarte nur gerade gleich was ganz, ganz Hartes und Trauriges. Ja toll, die Musik zerstört sich schon wieder. Unsere Köche können alles. Ich glaube, bevor ich da oben am Zielort angekommen bin... Ich werde mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Huch. Nordwest. Ich kann auch sagen, dass es da oben ist. Unten? Nee, hier ist nichts. Nee, ich weiß doch nicht, wo es ist. Ich kann mich ja mal irgendwann über diese FGs was schlau lesen. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ich glaube trotzdem, dass das sehr viel Arbeit ist. Oh Gott, was erwartet mich jetzt gleich? Ich steuere auch etwas Geld dazu. Dufte will das doch nur! Ah, da oben ist es. Sie sind FGs gar nicht so unpraktisch. Bei uns ist permanent ein 20% EP-Buff. Meine Freunde und die anderen aus der FG-Leitung und Sammler sparen aktuell damit zum 31 Tage 30% EP-Buff haben. Sehr cool. Mal gucken. Na los, rein da! Wie gesagt, mit meinem Eimshop bin ich ja drin. Mit diesem hier habe ich mich halt noch nicht dazu entschlossen, in irgendeiner FG allgemein reinzugehen. Was macht eigentlich Mickey der Zweite? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat sich Mickey gerade mit Heinrich hier verbündet und schmieden einen Plan, wie sie mich aus dem Keller vertreiben können. Wer ist jetzt schon wieder Heinrich? Heinrich ist die Spinne, die vorhin mich angegriffen hat. Ich habe eine Spinne angegriffen. Mich hat die Spinne angegriffen. Also, eigentlich ist sie nur an der Wand rumgekrabbelt und, also in meiner Nähe rumgekrabbelt. Hat sich dann aber dazu entschieden, dass sie wieder runterkrabbeln wollte. Und das fand ich nicht so toll und deswegen habe ich Heinrich platt gemacht. Das Problem war, Heinrich hat sich dann aber wieder aufgerichtet und ist weitergelaufen. Obwohl Heinrich eigentlich platt an meinem alten Briefumschlag gelegen hat. Und naja, als Heinrich dann halt weitergerannt bin, habe ich kurz geschrien, Heinrich verflucht, seine Kinder verflucht und jetzt sitzt er in der Ecke und schmiedet Rachepläne. Wow. Das ist die Geschichte zu Heinrich. Und immer Mickey, was los, ne? und Mickey denkt sich wahrscheinlich, jo, sie besetzt meinen Keller, also
Tötet sie. Nein, er weint. Nein, das glaube ich nicht. Er hat halt nur ein bisschen Blut verloren. Laufen konnte er trotzdem noch wie eine Eins. Weil du ihn nicht verliebt hast. Was kann ich dafür, wenn Heinrich sich nicht an die Regeln hält? Ich habe Heinrich gesagt, er kann gerne in meinem Keller bleiben, aber dann bitte auf Abstand und in seiner Ecke. Er hat sich nicht dran gehalten. Er ist nicht in seiner Ecke geblieben. Er musste ja runterkommen. Er hat halt nicht den Mietvertrag richtig gelesen, den er unterschrieben hat. Kann ich doch nichts dafür. Das ist nun mal so. So, ich weiß nicht, was gleich passiert, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz aufs Klo. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier jetzt gleich in irgendeine Karpfel, in irgendeine Idi, in irgendeinen Bossfight reingerate.